das ist ja nichts Außergewöhnliches. Man trifft sich nach ein paar Wochen Abstinenz mal wieder zum Nationalteam. Natürlich wird immer eine herzliche Begrüßung erstmal wahrgenommen und danach geht es natürlich ruckzuck auch ums Thema. Wir sind hier, um uns weitere Schritte zu erarbeiten, wie wir als Team zusammenwachsen, wie wir in kleinen Gruppen Absprachen schärfen können. Und wir haben zwei Spiele vor der Brust, die jetzt nicht immens wichtig sind, aber die uns natürlich helfen, weitere Erkenntnisse zu sammeln und eben auch uns einzuspielen. Die Absagen tun uns natürlich weh, weil, wie gesagt, wir möchten ja auch Schritte vorankommen und da müssen wir auf Dinge aufbauen, die bereits stattgefunden haben. Nichtsdestotrotz haben wir zwei Neuzugänge dabei, die ihre Chance nutzen werden wollen und die werden sicherlich auch alles an den Tag legen, was sie können, um sich hier in den engsten Kader reinzuspielen. Alfred hoffentlich die Wahl hat, dann irgendwann mal aus vielen, vielen guten Optionen die richtige zu suchen. Wir hatten jetzt eine EM, wo wir eigentlich gesagt haben, wir können vielleicht 7, 8, 9 Spiele nutzen, um einen Schritt nach vorne zu tun, um Ziele in der Zukunft zu verwirklichen. Wir hatten dann aber leider eigentlich kein einziges Mal denselben Kader wie 2 Tage vorher auf der Platte. Und das ist sicherlich nicht angenehm gewesen. Und wir hatten kaum Möglichkeiten auch zu trainieren. Wir konnten also auch gar nicht Dinge, die uns im Spiel aufgefallen sind, dann aufarbeiten. Haben jetzt aber die Möglichkeit, von Montag bis Samstag im Prinzip gezielt an unserer Entwicklung zu arbeiten. Und dann Samstag, Sonntag gegen Ungarn, ein wirklich starker, interessanter Gegner, auch dann zu zeigen, was wir uns erarbeitet haben.